Hallo meine Freunde, ich bin wieder da und im heutigen Video geht es um einen neuen Kauf für meine nächste Fahrradtour. Und das ist ein Rucksack von Evo, etwa 30 in 30 Liter Volumen in der Größe ML. Ich bin sehr gespannt, was der Rucksack so hermacht. Er soll gut für Fahrradtour geeignet sein. Deswegen habe ich auch den gekauft. Ich möchte es demnächst noch eine Fahrradtour abschließen. Für dieses Jahr. Dann, dafür habe ich mir diesen Rucksack gekauft. So, das Ganze hier, was auf dem Tisch liegt, das sind sozusagen die ganzen wichtigsten Utensilien für mich, für eine Fahrradtour. Das ist grob so das Wichtigste, was ich unbedingt mitnehmen muss. Ja, genau. Und erstmal gucken wir uns den Rucksack an. So, auf den ersten Blick spürt man die hohe Qualität. Ja. Und ich finde gerade auf, dass vignette Logo hier, dass die Fäden hier unten bei dem Schriftzug so gezogen sind. Und das finde ich eigentlich nicht so ganz schön, also nicht professionell. Ich weiß es nicht, ob es nur bei mir so ist. Der Rucksack hat ziemlich viele Taschen. Ganz kleine Seitentaschen. Dieses Fach ist eigentlich für ein Helm gedacht. Schauen Sie zumindest in der Werbung. Hier ist noch eine Tasche. In dieser Tasche sind noch 6 Taschen drin. Ziemlich viel. Da sind auch noch 2 Taschen drin. Sehr praktisch für kleine Teile. Hier ist noch eine Tasche. Und das ist hier, ja, das werden wir uns ausprobieren, gucken, wo am besten was alles reinpasst. Okay. Das ist die Tasche für den Wasserbeutel. Den Beutel werden wir auch hier reinpacken. Das ist der Protektor. Kann man mal wieder rausnehmen, waschen, wieder reinlegen. So, was gibt es denn hier noch? Es gibt hier noch eine Tasche seitlich, rechts und links, nur links nicht, nur rechts. Hier ganz unten gibt es auch anscheinend noch eine Tasche. Ja, das ist dieser Regenschutz für den Rucksack. Den kann man auch wegmachen, na wieder. Aber das tun wir nicht, weil wir wichtige Sachen haben, Elektrosachen haben, zum Beispiel eine Drohne, Ladegerät und so weiter und so fort. Deswegen sowas ist auf jeden Fall sehr wichtig. Beim Regen kann man sofort draufziehen und dann sind eure ganzen Sachen geschützt. Jetzt fangen wir an, das Ganze zu einpacken und zu gucken, ob das Ganze hier, was ich hier auf dem Tisch habe, überhaupt reinpasst. So, zuerst fangen wir dann an mit dem Wasser. Das geht hier rein. So, erstmal machen wir hier zu. Nur erstmal. Eine Sache haben wir weg. Und wo packe ich jetzt meine Drohne? Ja, gute Frage. Damit ich sie schnell erreichen kann, beim Bedarf, ob sie da reinpasst, das ist eine gute Frage. Eine Mini 3 Pro würde hier auf jeden Fall reinpassen. Ne, leider nicht. Zu klein die Tasche dafür. Deswegen, erstmal packen wir am besten die kleinen Teile ein. Vorne gibt es genug Platz für kleine Teile. Genau. Das Kettenöl geht hier rein. Gemeinsam mit Kettenöl. Erstmal. Dann ist das Messer hier. Ist ganz klein, Leute. Das ist kein Stress. Ein kleiner Axt. Ein Hammer auf der anderen Seite. Das könnte man auch mitnehmen, wenn man irgendwie wild kämpfen muss.
draußen nachts keinen Platz auf einem Campingplatz bekommt und irgendwie draußen bleiben muss. So, das packen wir dann am besten hier. Mit dem Messer zusammen, so ein Stativ, kommt am Ende eine Schläuche, zwei Stück, gehen auch hier rein. Ja, eine neue Kette, auf jeden Fall habe ich auch dabei. Natürlich ein Kettennieter, das ist bei mir in der Fahrradtasche. Gehen hier rein. Eine Musikbox wird natürlich von außen angebracht. Jetzt haben wir eine Powerbank. Solar-Powerbank sogar. Richtig gutes Ding. Mit zwei Akkus. Und die Drohne. So, die Akkus packe ich dann hier rein. So. Und die GoPro wird natürlich an der Brust bleiben. Die müssen wir nicht einfach. Ich habe jetzt noch ein Solarpanel fürs Laden. Auch tolles Teil. Hier sind wir fertig. Wir haben diese Schläuche, das Kettenöl, die Kette selbst, dann auch schon ein Messer angepackt. Jetzt bleibt hier noch eine Tasche frei. Da könnte man auch was in die Dünnes legen. Vielleicht das hier. Genau. Das geht dann hier rein. Das könnte man eigentlich erschließen. Und diese Tasche wird nicht passen, da wir auf der anderen Seite die Tasche schon voll gemacht haben. Ja, was lege ich denn hier vorne? Hier vorne lege ich, glaube ich, sogar meine Drohne, damit ich schnell auf die zugreifen kann. Mache ich da. Das passt eigentlich ganz genau. Natürlich beim Sturz habe ich Pech und die Drohne wird kaputt gehen. Aber wie gesagt, wir fahren sehr vorsichtig. So, wir hoffen, dass es nicht passiert. Die Drohne ist auch drinnen. Das ist auch sehr wichtig, sowas hier mitzunehmen. Es bleiben noch ein paar kleine Teile. Hier rein kommt mein Controller. War es auch ganz gut. So, jetzt. Weiß ich gar nicht, wo lege ich denn am besten das Rollgerät? Hier rein, ne? Stimmt hier, zack. Das Rollgerät für Drohnenbatterie, Kabeladapter für Campingplatz. Das nehme ich auch mit. Das Ladegerät fürs Handy. Kann man auch reinkommen irgendwo. Das Spray gegen ganzen Insekten. Das kann ich zum Beispiel hier auch außen an den Rucksack anhängen, weil das wird auf jeden Fall meine Fahrt und direkt laden. Macht auch mehr Sinn, dass man das von außen anbringt und nicht im Rucksack drin lässt. Meine Meinung nach ist auch wasserdicht auf jeden Fall. Richtig tolles Ding. Ich überlege mir gerade, ob ich diese Taschenlampe mitnehme überhaupt. Denn ich habe so eine gekauft. Eine Stirntaschenlampe, wie das auch immer heißt. Kann man aufladen, wenn der Akku leer ist. Ich glaube, das nehme ich nicht mit. Jetzt diese Matratze nehme ich. Vielleicht doch nicht, vielleicht ja, ich nehme sie mit, weil ich muss jetzt noch ein paar Klamotten mit reinnehmen und reinpacken für unsere Sachen, sage ich mal so. Auch fürs Frischmachen morgen früh. Zahnbürste, Zahnpasta und so weiter. Und eine Matratze wäre auf jeden Fall auch angenehmer, wenn du nicht direkt auf dem Boden sitzen möchtest. Genau, aber das wird auch besser passen, glaube ich. Wir gucken uns mal das erstmal an. So. Ich merke, dass es hier immer noch so leer ist, also dass es dort noch Platz gibt. Aber genau, hier vorne gibt es auch noch einen Tasche. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, nee, das ist die Tasche, wo ich das Ladegerät hingetan habe. Aber das gibt es hier noch viel Platz auf jeden Fall. Hier könnte man zum Beispiel den Verbandskasten reinpacken. Hier ist immer noch mehr Platz. Das ist eine richtig tolle Matratze, Leute. Die wiegt
auch gar nichts für 410 Gramm. 1,5 Liter Volumen, nimmt das weg. Gibt es ein Platz sogar für ein Kissen? Kissen hat das hier reingepasst. Die Matratze reingepasst, richtig cool. Hier merke ich, dass es immer noch Platz hier gibt. Ne? Könnte man eigentlich auch noch was hinlegen. Aber wie gesagt, ich bräuchte noch etwas Platz für meine Umziehsachen. Auch vielleicht so eine Regenjacke. Das hat jetzt reingepasst. Jetzt nehmen wir unser Zelt. Das Zelt ist auch ziemlich leicht. 1 Kilogramm, 300 Gramm, 4,2 Liter. Hier, wenn man das aufbaut, man hat auch wirklich viel Platz drin. Ja. Ganz klein, ganz kompakt. Für eine Person auf jeden Fall voll ausreichend. So, jetzt hab ich mit zwei Haken gefunden. Also. Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Was sagt ihr dazu? Habe ich das gut verteilt oder nicht gut verteilt? Das ist das Schlafsack. Und das hängen wir. Das hängen wir an der Seite auf. Das sieht doch gut aus, oder? Was sagt ihr dazu? Und ich habe jetzt hier ganz kleine Teile noch. Die müsste ich auch irgendwo hier reinschmeißen. In diese Box werde ich auch hier außen anhängen. Zum Beispiel hier. Ja, für eine gute Laune unterwegs. So, das Geschirr, glaube ich, packe ich hier rein. Hat super gepasst. An meiner Seite. In die Tasche legen. Passt auch mega viel rein. Das Stativ lege ich auch einfach so seitlich. Das Löffel und die Gabel habe ich eigentlich hier im Geschirr. Deswegen, das brauche ich gar nicht mitzunehmen. So Leute, das Ganze hat jetzt hier reingepasst. Das sieht. Jo, ich weiß gar nicht, was denkt ihr? Wie sieht das aus? Eurer Meinung nach, sieht das kompakt aus, fertig aus oder doch nicht so? Meiner Meinung nach, es hat auf jeden Fall vieles hier reingepasst. Als ich es vorhin erwähnt habe, habe ich noch ein bisschen Platz für meine Umziehsachen. Und vorne auch habe ich etwas Platz, kann man vielleicht Schlüssel reinschmeißen. Oder so. Ja. Es fühlt sich sehr. So stabil am Rücken, auch sehr bequem und angenehm. Also für erste Zeit auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was nachher passieren wird. Und für diese Zeit jetzt gerade fühlt er sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Wie gesagt, alles ist drin, alle wichtigen Utensilien sind drin. So Leute, ich bin mit dem Video fertig. Was denkt ihr? Schreibt mal in den Kommentaren. Was sagt ihr dazu? Welchen Rucksack habt ihr zu empfehlen? Und welchen Rucksack benutzt ihr für eure Fahrt? Und gibt vielleicht noch welche Tipps, was man noch dazu mitnehmen könnte für eine Fahrradtour? Genau. Ja. Also den Rucksack finde ich auf jeden Fall gut, sage ich offen. Ich mache hier gar keine Werbung für Evoque oder für irgendjemanden. Das war nur eine Mitteilung meines Kaufes. Ich werde mich nur freuen, wenn jemand dort seine Meinung schreibt oder einen Tipp gibt. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.